Hallo liebe YouTube-Freunde, liebe Airsoft-Freunde, ich bin's wieder, der Master vom Airsoft im Adler. Und heute mache ich ein Review vom Trinkrucksack für taktische Westen, den ich von Airsoft-Gun.at für 19,90 Euro gekauft habe. Verpackt wird das Ganze in einem Kunststoffbeutel. Ich habe diesen Trinkrucksack in der Farbe Oliv gekauft. Man hat hier noch einen Eight Wheels Anhänger. Ja. Drauf montiert sind diese Schulterträger. Die kann man auch abnehmen und das Ganze über Molle-System an der Airsoft-Weste befestigen. Sehr praktisch. Diese Schultergurte kann man in der Mitte noch mit solch einem Clips verbinden. An der Vorderseite hat man sehr viele Mollestreifen und so ein Gummizugband. Das Ganze, also dieser Rucksack, lässt sich über einen Reißverschluss schließen und öffnen. An der Innenseite hat man ein Gitter verarbeitet als Zwischentrennung. Ich hoffe, das sieht man halbwegs. Und hier ist auch eine große Marke. Die Innenseite ist so etwas, ja, wie wenn es wasserabweisend wäre. Die Verarbeitung ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Es macht einen sehr, sehr soliden Eindruck. Und es stehen nirgendwo Fädeln, also Schnüren davon an den Reißverschluss. An den Reißverschlüssen hat man ein komisches H. Ist ein komisches H zu sehen. Und an dieser Oberseite hier hinten hat man das Loch, wo dann der Trinkschlauch rauskommt. Diese ganzen Schnallen bestehen aus Kunststoff. Es hält aber wirklich bombenfest und sieht nicht schlecht aus. Ja, hier sieht man nochmal diesen 8 Fields Anhänger. Diesen Gummizug kann man über solch einen Druckknopf verstellen. Und die Nähte sehen auch ziemlich ordentlich aus. Ja. Unten hat man ein kleines Loch, damit, falls Wasser reinkommt, damit das Wasser abfließen kann. Mitgeliefert wird auch noch eine Trinkblase. Die wurde bei mir leider vergessen, wurde mir aber ohne Probleme nachgesendet. Wird auch in solch einem Kunststoff verpackt. Bei dieser Trinkblase wird gleich dieser Trinkschlauch mitgeliefert. An der einen Seite hat man dieses Stück, das an der Trinkblase unten am Boden befestigt wird. Es wird ganz einfach eingeschraubt und mit dieser Dichtung hier wird das halt abgedichtet. Der Schlauch ist so oliv, etwas transparent, und am Schlauch hat man solch eine schöne Neopren-Schutzhülle drüber, und am anderen Ende ist das Mundstück, das ist noch in Kunststoff verpackt, und wenn man trinken möchte, muss man das Mundstück etwas nach vorne ziehen
Und dann kann man trinken. Wenn das Ganze hinten ist, ist das Ganze verschlossen und somit kann kein Wasser herauslaufen. Ja, das war's zum Trinkschlauch. Jetzt kommen wir zur Trinkblase selber. Diese Trinkblase fasst 3 Liter. So viel werde ich aber, glaube ich, nie einfüllen. Hier hat man diesen Verschluss. Ein einfacher Schraubverschluss, wo man das Ganze einfüllen kann. Und hier hat man noch eine Dichtung, wie man sieht. Und am Boden unten hat man, wie gesagt, dieses Loch, wo man den Trinkschlauch einschrauben kann. So. Ja, das war's jetzt. Und hier an der Trinkblase selber hat man noch so kleine Zeichen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Hier steht zum Beispiel, das soll heißen, dass man keine alkoholischen Getränke einfüllen soll. Das hier soll heißen, keine Lebensmittel oder keine heißen Sachen einfüllen. Keine Milch einfüllen, sollte auch klar sein. Und das Ganze nicht zu heiß oder zu kalt irgendwo lagern. Dann hat man hier noch eine Skala von 0,5 bis 3 Liter ist hier angezeigt. Ja, an der Oberseite hat man noch 2 kleine Löcher. Diese Trinkblase lässt sich dann natürlich in den Trinkrucksack einsetzen. Ich hoffe, das geht auch ziemlich einfach. Jetzt habe ich die Trinkblase hier drinnen und den Trinkschlauch, wie gesagt, bei diesem Loch hier ausfädeln. Und das geht dann über die Schulter in die Nähe vom Mund natürlich. Und man hat hier vorne noch etwas Stauraum, kann man noch einiges Kleinzeug mittragen. Ja, viel mehr kann man zu so einem Teil nicht sagen, da nicht wirklich viel drauf ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser Trinkrucksack ist wirklich sehr zu empfehlen, da man ihn, wie gesagt, nicht nur über diese Schultergurte tragen kann, sondern auch gleich direkt über diese Mollestreifen an der Weste befestigen kann und diese Schultergurte abnehmen kann. Ja, das war's jetzt mal. Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt mich, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.